das der richtige Weg? Schauen wir mal. Nee, das ist Sackgasse. Nee, doch, geht's weiter. Tja, das Navi versucht mich wirklich über Schotterwege zu leiten. Und das ist irgendwie gerade nervig. Ich kann solche Dinger nicht fahren, ich habe eine Straßenmaschine, keine Offroad-Maschine. Jetzt müsste ich auf der geteerten Straße sein, die direkt bis zum Gipfel führt. Oh, warte, eine Sekunde. Ganz schön viele Löcher in der Straße. Oh, muss ich lang? Er sagt rechts. Okay, aber hier ist die Warte mal. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht weiß, ob nach rechts oder nach links. Navi sagt rechts. Und warum nicht links? Na komm, wir fahren nach Navi. Aber da sieht die Straße besser aus, da drüben. Hier ist ja auch noch geteert, okay. Na gut, nehmen wir die. Mal sehen, wie lange das weitergeht. Nicht, dass irgendwann Schotter kommt und dann muss ich umkehren. Ah, siehste. Hier hört die Straße auf. Nein, hier geht's für mich nicht weiter. Das Navigationssystem sagt, da hoch. Nee, einmal Kehrtwende. Durch die Wiese. Nein, ich habe kein Offroad-Motorrad. Stark, 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 stark. Wow, was für eine Landschaft. Ach du Scheiße. Boah, ist das abgefahren. Wow. Also diese Strecke ist wirklich ein Geheimtipp für Motorradfahrer in Griechenland. Rund um Kavala. Wow, wow, wow. Die Landschaft ist traumhaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf die Straße achten. Oh, wie sich hier das Tal öffnet. Ist das abgefahren. Und hier liegen viele Steine und viel Rollsplit auf den Straßen. Wow. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Straße, die geteerte Straße endet. Und hier ist auch ein anderer Reisender, guck. Und hier ist Schluss. Und da will ich irgendwo hoch. Sind das Sessellifte? Gibt es hier im Winter Skibetrieb oder was? Ja, da ist das Snow-Zeichen. Schaut euch um. Schaut euch an, wie schön das ist. Ich bin ja froh, dass heute ein paar Wolken am Himmel sind und wir keine 35 Grad in der Sonne haben. Schmilzt mir nämlich die Glatze weg. Das ist heute echt angenehm. Hier ist es schön kühl. Überall liegt Kuhscheiße. Es riecht unfassbar schön nach Gras und nach Bergen. Kann ich schlecht beschreiben, nach Kräutern. Es ist so still hier. Der Einzige, der richtig Krach macht, bin ich im Moment. Ich höre die Bienen summen. Es ist einfach wunderschön hier. Ja, und jetzt bin ich hier oben ganz alleine. Ungefähr 1900 Meter und ein paar zerquetschte. Sollen wir da mal hochklettern?
Alle Daumen, ich bin zu alt für den Scheiß. So, und hier haben wir eine alte Telefonstation, die irgendwann mal auch vom Militär genutzt wurde. Und die ist verlassen. Genau da gehen wir jetzt mal rein. Alles leer und verlassen. Hängt sogar eine Arbeitskleidung gemacht. Das war mal die Küche. Also hier stehen die ganzen alten Schaltschränke. Hier stehen auch noch ganz alte Röhrenmonitore. Hinten ist auch noch einer. Ja, nicht auf dem Finger scharf ziehen da. Und hier, alter Generator.